Heute haben wir den 2. Dezember. Es schneit schon 24 Stunden ungefähr. Ich denke, es dürften 30 bis 40 Zentimeter Neuschnee liegen. Die Bäume sind voll, selbst meine Satellitenantenne, die ich gestern Abend noch abgekehrt habe, ist schon wieder voll. Das Tomatenhaus habe ich ja erst abgekehrt und trotzdem so viel Schnee habe ich noch nie auf dem Dach gehabt. Ich werde jetzt hier mal die Vogelstelle ein bisschen sauer machen, damit die Vögel auch hier landen können, weil hinten im Garten ist alles zu. Ja, und das ist mein Apfelbaum von unten. Es ist randvoll. Pulverschnee drauf, Gott sei Dank. Der kleine Busch, den man hinter dem Apfelbaum sieht, war eigentlich mein Apfelbaum. Der kleine, der in sich zusammengebrochen ist. Ja, Leute, da habe ich gestern, bevor ich hochging in die Wohnung, noch mal eine Spur freigemacht. Aber ich glaube, heute lohnt sich's, die Maschine rauszuholen zum Schneeschieben. Ja, dann wollen wir mal den Einachser starten. Zündung ein, bisschen Gas geben. Benzinhahn auf. Choke. Und dann geht's los.
So, die Schaufel ist dran. Ich werde mich versuchen, jetzt auf die Stelle zu drehen und fahre die ersten zwei Bahnen. Mikrofon. Lass sie an die Kamera. Weil wenn ich das im Schnee verliere, finde ich es nicht mehr.
ein kurzes Stück hier vor meiner Garage. Den Platz konnte ich mit der großen Maschine räumen, aber der Schnee ist schon zu schwer. Ohne Schneeketten, nur mit Ackerstollenreifen funktioniert das nicht. Hier sieht man ganz deutlich, wie viel Schnee das da liegt. Es sind 38 cm. Gut, dass ich diese Maschine noch habe. Ich habe sie ja, wie schon gesagt, ein bisschen auffrisiert. Sie läuft schneller, der Motor dreht eh kernig. Und die werde ich jetzt hernehmen, um den Rest des Weges bis zur Straße vor freizuräumen. Ja Leute, ich bin jetzt fertig mit dem Schnee, zumindest von der Garage bis zur Straße vor, ist frei. Mit dieser Maschine konnte ich keine großen Erfolge erzielen dieses Jahr. Der Schnee war zu schwer und zu viel. Was für ein Glück, dass ich die kleine Schneefräse noch gehabt habe. Mit ihr konnte ich sogar eine Bahn in den Garten hinten freiräumen. Hier am Hochbeet sieht man erst, wie viel Schnee das letzte Nacht geschneit hat. Und so viel Schnee habe ich auch noch nie auf dem Tomatenhaus gehabt. Es biegt zwar einige Latten durch, aber ich denke, das meiste wird halten. Bis jetzt ist es Pulverschnee. Ich werde mir jetzt was zum Essen machen und am Nachmittag versuchen, das Dach freizuräumen. Weil Nachmittag oder gegen Abend soll es ganz aufhören mit Schneien. Viele von euch werden jetzt sagen, ist der bekloppt, im Garten Schnee zu räumen? Wahrscheinlich. Aber so muss ich nicht durch 40 cm Schnee stampfen, wenn ich euch mal was zeigen möchte. Und hier links daneben habe ich natürlich auch den Schnee geräumt, bis zum Flieder, weil da hängen ja dann meine Vogelfutterbehälter. Die Behälter selber sind alle frei.
Die Vögel kommen also hin, wenn sie wollen. Nur auf die Äste sitzen geht im Moment ein bisschen schlecht, weil zu viel Schnee drauf ist. Ja, und ich glaube, auch hier würde ich die nächsten Tage ungern sitzen wollen. Wenn der Schnee anfängt zu tauen, kann es natürlich sein, dass der ein oder andere Tropfen in den Kraken hinten reinfliegt. Und das war der Reisighaufen. Ich hoffe, es konnten viele Tiere sich darin verstecken. Da er jetzt durchgehend mit Schnee bedeckt ist, hat es eine Funktion wie ein Iglu. Kann also sein, dass da unten auch schön warm ist. Im Garten selber, wenn man das Ranggerüst von der Chayote nicht sehen würde, würde man glauben, es gibt hier keinen Garten. Aber auch die Rundbogen im Beet hinten lassen erahnen, dass da ein Garten ist. Hier bei den Himbeeren an den Querbrettern, die ich oben reingemacht habe, sieht man ja ganz deutlich, wie hoch der Schnee ist. Und in diesem Unterschlupf, wo meine Werkzeuge drin sind, genau das Gleiche. Ich hoffe, das hält alles einigermaßen gut, die Schneelast aus. Ja, Leute, leider konnte ich euch nicht alles zeigen vom Schneeräumen, da ich mein Funkmikrofon verloren hatte und fast eine Stunde gesucht habe. Es ist ein Glück, hier in diesem Schnee irgendwas zu finden. Aber ich habe auch ohne Filmen hier zum Schneeräumen gute 3-4 Stunden gebraucht. Man sieht aber auch hier beim Eingang vom Tomatenhaus, da muss ich schon noch ein bisschen mit einer normalen Schaufel nachhelfen.